Willkommen zurück. Wir beginnen jetzt mit dem nächsten großen Kapitel mit der Systemantwort auf periodische Signale. In der Übersicht ist es ja so, dass wir uns diese fünf Ansichten, die haben wir uns ja bisher jetzt erarbeitet, und jetzt werden wir noch so etwas wie eine Spektrumsansicht dazufügen. Dazu gleich mehr. Warum sind periodische Signale wichtig? Weil sie in eigentlich extrem vielen Anwendungen vorkommen. Das ist zum Beispiel im Radio so, analoges Radio, FM-Radio, GPS-Signale nutzen periodische Signale, eure Quarzuhr hat einen Schwingquarz drinnen, Soundverschlüsselung, Tonaufnahmen im MPEG-Format, MP3 als Stichwort. Nutzen periodische Signale, Musik im Allgemeinen, alles, was irgendwie mit Ton zu tun hat. Und es gibt natürlich noch viele mehr, als ich jetzt hier aufgeführt habe. Also eigentlich haben wir viel mehr Anwendungen mit periodischen Signalen als Anwendungen, wo eine Funktion wie T² verwendet wird. Ja, eigentlich eher eine ungewöhnliche Funktion. Ja. Wie reagiert ein System auf periodische Signale? Ich habe einfach mal ein Beispielsystem mitgebracht. Das System im zeitkontinuierlichen sind wir jetzt erstmal 1000 durch S plus 1000. Ganz einfaches System. Sowas hatten wir schon oft. Vielleicht sind die Zahlen jetzt ein bisschen größer. Aber genau, ganz normal. Und was machen wir jetzt? Wir schicken hier einen Sinus mit 440 Hertz rein, also Kammerton, ein A1, wie es von der Stimmgabel erzeugt wird. Ja, und ich habe ein Tonbeispiel dafür. Das findet ihr auch auf Moodle, auf meinem Moodle-Kurs könnt ihr euch das runterladen. Das heißt XYLP Sinus A440 MP4. Ich spiele es euch einfach mal vor, aber wahrscheinlich wird das jetzt hier so von der Übertragung nicht besonders gut sein. Aber ihr könnt es ja zu Hause nochmal anhören. Was ihr hören werdet, ist zuerst 2 Sekunden lang das Eingangssignal X von T und dann direkt daran angehängt habe ich 2 Sekunden lang das Ausgangssignal Y von T. Also los. Und jetzt Ausgang. Ich hoffe, man konnte es ein bisschen hören. Ja, was ist passiert? Wie hat sich's verändert? Wahrscheinlich, ja, habt ihr gehört, ein bisschen leiser. Sonst scheint sich nicht viel verändert zu haben. Ihr könnt es auch noch mal mit anderen Frequenzen probieren. Ich spiele es jetzt nicht extra im Video vor. Also mit 220 Hertz habe ich auch einen aufgenommen und mit 880 Hertz. Und das Ergebnis ist eigentlich immer das gleiche. Ihr werdet hören, dass im Ausgangssignal eigentlich keine Änderung der Frequenz gibt. Ja, gleiche Tonhöhe, aber eine unterschiedliche Lautstärke ist zu hören. Jetzt könnten wir sagen, okay, vielleicht haben wir ja zufällig Frequenzen gewählt, bei denen das halt zufällig so ist, aber können wir sicher sein? Wie sieht es denn mit allen möglichen anderen Frequenzen aus? Ist das immer das, ja, ein ähnliches System für alle Frequenzen? Und dazu habe ich einfach noch mal ein kleines Tonbeispiel dabei. Jetzt quasi eine Mischung aus ganz vielen Frequenzen von hoch bis tief. Und auch wieder quasi ein Soundausschnitt, zuerst Eingangssignal und dann Ausgangssignal dahinter gehängt. Das ist das Eingangssignal. Und das ist das Ausgangssignal. Ihr könnt es natürlich auch hier im
Video im Moodle wieder nachschauen. Die Datei heißt LP Star Wars Theme. MP4 und wahrscheinlich ist euch genau das aufgefallen. Also es scheint einfach gedämpft zu sein. Die hohen Frequenzen, die scheinen abgeschnitten zu sein, wie wenn ihr auf der Stereoanlage im Equalizer spielt. Das scheint passiert zu sein. Wir können uns das mal anschauen. Ich habe dazu eine Spektralanalyse gemacht mit MATLAB und das ist der Sinusturm. Also wir sehen hier nach rechts geht die Frequenz und hier nach oben die Lautstärke. Und wir sehen, blau ist das Eingangssignal. Das Eingangssignal hatte normierte Lautstärke 1 bei genau 440 Hertz. Hier sind 440 Hertz. Und mein Ausgangssignal Y von T ist genau da auf der gleichen Frequenz. Also es hat sich nicht, haben wir uns nicht getäuscht. Keine Änderung der Frequenz, nur etwas weniger Lautstärke. Und wenn ich jetzt viele Frequenzen nehme und das mal auch eine Frequenzanalyse mache, dann sehe ich genau das, was wir beim Star Wars Theme uns gedacht haben. Die hohen Frequenzen werden abgeschwächt. Also hier haben wir eine Abschwächung hoher Frequenzen. Also hier sind wir ja so im Bereich 1 Kilohertz bis 10 Kilohertz. Also die hohen Töne und die werden so um den Faktor, ja. Das hier sind zwei Größenordnungen, Faktor 100. Ja, werden die abgeschwächt und die tiefen Frequenzen, also hier sind die tiefen Frequenzen, da sehen wir, dass Blau und Rot eigentlich ja, genau übereinander liegen. Also bei den tiefen Frequenzen, da passiert eben nichts. Wir können jetzt noch mal was ausprobieren. Wir hatten ja diese Übertragungsfunktion. Wählen wir doch mal eine andere. Wählen wir doch mal, also wir hatten hier eine, da hatten wir eine Polstelle, ja, bei minus 1000. Jetzt wählen wir doch mal eine mit einer Nullstelle bei minus 1000. Die sieht an sich sehr ähnlich aus. Und wir nehmen jetzt mal wieder ein ähnliches Signal. Einen Moment, ich muss das kurz suchen. Hier. Also wieder zuerst Eingangssignal, dann direkt dahinter Ausgangssignal. Eingangssignal. Ausgangssignal. Den könnt ihr auch wieder auf Moodle euch anschauen und anhören. Ja, ganz klar, der klang ziemlich grell. Also die tiefen Frequenzen, die schienen weg zu sein. Die hohen wurden vielleicht sogar noch verstärkt. Und genau das sehen wir hier in der Frequenzanalyse. Also hier tiefe Frequenzen um die 100 Hertz. Da sehen wir ja eine starke Abschwächung. Ja, die Bässe, die waren weg. Und die hohen Töne, da sind wir eigentlich sogar auch noch ein bisschen verstärkt worden in der Signalstärke. Also kein Wunder, dass es so klang. Ja, also jetzt haben wir so mal ein intuitives Gefühl, was hier passiert. Also die Frequenzen scheinen erhalten zu bleiben, aber wir bekommen Verstärkungen und Abschwächungen. Jetzt müssen wir es irgendwie noch mathematisch greifen, das Ganze. Und naja, eine Idee wäre ja, was kommt hier hinten raus als y von t? Wir könnten ja einfach mal den Laplace bemühen, so wie wir es eigentlich immer gemacht haben bis jetzt.
Machen wir Laplace. Okay. Y von S ist g von S mal x von t transformiert. Also wir machen aus x von t machen wir einen x von S und multiplizieren die beiden. Und dann bekomme ich y von S. Sieht ja noch ganz okay aus. Jetzt müssen wir rücktransformieren und ja, das wird ein bisschen mühsam werden. Ich habe das einfach mal an MATLAB übergeben und da bekomme ich diesen hübschen einfachen Term, der natürlich etwas länglich wirkt. Ich habe den einfach mal geplottet, damit man ein bisschen Übersicht hat. Also das Eingangssignal hier ist das blaue, ja, Zeit in Millisekunden dargestellt. Also hier ist unsere Schwingung mit 440 Hertz. Da bekommen wir ja, so in 5 Millisekunden ungefähr 2,5 Schwingungen. Und ja, Ausgangssignal sehe ich gleiche Frequenz. Und wir haben hier so einen, sag ich mal, so einen Einschwingvorgang. Wo sich noch irgendetwas ja, von oben nach unten bewegt. Und dann habe ich hier so eine kontinuierliche Schwingung. Jetzt können wir mal schauen, wenn wir hier oben die Terme ansehen. Da habe ich hier einen Term mit e hoch minus 400 t. Das ist der Einschwingvorgang. Also wird große t, wird dieser Term sehr schnell gegen Null laufen. Im Bild von Mathematik 2 wäre das jetzt auch die homogene Lösung, ja, die exponentiell einfach abfällt. Und was bleibt, ist jetzt einfach die partikuläre Lösung von unserer Störfunktion, also von dem Sinus, den wir reinschicken. Das ist der grüne Teil hier. Das hier erzeugt diese kontinuierliche Schwingung und wir sehen, ich mache das mal auf der nächsten Folie farbig, also was wir auf jeden Fall in dem Term sehen ist, wir haben die 400 Hertz, Sinus 400 plus Cosinus 440 Hertz, also gleiche Frequenz, wir wissen, die könnten wir auch noch zusammenfassen, zwei Sinus Cosinus addiert mit der gleichen Frequenz ergeben wieder einen Sinus Cosinus, also da könnten wir noch ein bisschen vereinfachen. Und dann haben wir hier ja noch irgendwelche Werte, also die beeinflussen die Amplitude und das ist genau das, was wir gesehen haben. Also yt ist eine Schwingung der gleichen Frequenz, 440 Hertz. Und hier nochmal die rechnerische Bestätigung. Amplitude und Phase, die verändern sich. Also das sind die zwei, die sich verändern und genau, einen Einschwingvorgang hatten wir noch, der aber ja nach ein paar Millisekunden eigentlich schon vorbei ist. Den können wir eigentlich erstmal vernachlässigen. Gut, so würde es gehen, aber es ist keine besonders elegante Methode. Es ist ziemlich schwer, das so zu berechnen. Wir brauchen wahrscheinlich MATLAB dafür. Wie können wir das Ganze etwas eleganter angehen? Und dazu wollen wir uns kurz mal mit Eigenfunktionen beschäftigen. Ein sehr schönes Konzept. Also wenn ich hier eine Differentialgleichung habe, wie diese hier, dann ist eine Eigenfunktion eine Funktion. Wenn ich die als x von t einsetze, dann ist yt lambda ein Eigenwert mal x von t wieder. Ich habe einfach mal hier mehrere Vorschläge gemacht für mögliche Eigenfunktionen. Ja, ihr seht von A bis G meine Vorschläge. Versucht das einfach mal einzusetzen. Also x von t ist einer von denen und y von t ist dann einfach lambda mal der gleiche. Versucht es in die Differentialgleichung einzusetzen und schaut, ob das Ganze aufgeht. Wenn ja, dann habt ihr eine Eigenfunktion gefunden und dann ist die Frage, welche von diesen vier Kombinationen hier
ist die richtige. Ja, hat es geklappt? Wunderbar. C, E und G sind meine Eigenfunktionen. Schauen wir es uns mal kurz nochmal an. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal, also dass der Sigma keine Eigenfunktion ist, das können wir uns eigentlich fast denken. Wenn ich den ableite, dann bekomme ich hier einen Delta bei y Punkt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr aufgehen. Was uns natürlich versucht, gerade jetzt, wo es um Sinus Cosinus geht, ist zu sagen, Sinus t ist eine Eigenfunktion. Aber auch da haben wir das Pech, wenn ich die einfach mal einsetze, dann hätte ich ja hier Sinus von t, dann wäre y von t 2 mal Lambda mal Sinus von t. Das wäre noch okay. Aber hier würde jetzt dann noch ein Cosinus von t dazukommen, ja, die Ableitung mit einem Lambda. Und jetzt ja, haben wir eine Gleichung, die nicht mehr aufgeht, denn ja, mein Sinus ist sicher nicht durch den Cosinus auszudrücken, ohne dass wir eine Phase einbauen. Also das hier klappt nicht. Sinus kann keine Eigenfunktion sein. Wo es sehr schön klappt, ist natürlich bei den E-Funktionen. Also wenn ich e hoch t hier einsetze, dann habe ich, ich lösche das mal hier weg, dann kann ich es wieder reinschreiben. Also x von t ist e hoch t, y von t ist dann lambda mal e hoch t. Und die Ableitung von e hoch t ist wieder e hoch t. Also y Punkt ist auch wieder lambda e hoch t. Dann steht hier auf der linken Seite stehen 3 lambda e hoch t. Und weil ich hier einen plus 2 habe. Und die sollen gleich e hoch t sein. Also müssen 3 lambda, die müssen gleich 1 sein. Das bedeutet lambda ist 1/3. Und wir haben einen Eigenwert und eine Eigenfunktion. Und das klappt natürlich auch mit e hoch minus t und mit e hoch i t. Also auch komplexe E-Funktionen. Sehr schön. So, was wir jetzt machen ist, wir wollen mal ausrechnen, was passiert, wenn ich in ein System eine Eigenfunktion, eine allgemeine reinschicke. Also was wir haben ist, wir haben hier unser System und ich komme jetzt einfach mal auf die Idee, eine Funktion e hoch st reinzuschicken. Denn wir hatten ja hier e hoch t, e hoch minus t, e hoch it, also alle Funktionen in der Form e hoch s mal t und s ist hier eine komplexe Zahl, sind Eigenfunktionen. Gut, die schicken wir rein und was kommt hier hinten raus? Und jetzt rechnen wir das mal im Zeitbereich und das machen wir über die Faltung. Ich kann ja sagen, also wenn mein x von t e hoch st ist, dann ist mein Ausgangssignal einfach die Faltung, also Einheitsimpulsantwort gefaltet mit x. Und ihr wisst wahrscheinlich noch, wie die Faltung geht. Also dann nehme ich, brauche ich das Integral von minus unendlich bis unendlich, g von tau mal x von t minus tau, d tau. Und wenn ich das jetzt einsetze, dann bekomme ich, ja, ich habe es hier unten hingeschrieben, g von tau, das bleibt einfach, und dann x von t minus tau, das wird ja, wenn ich dir e hoch st einsetze, wird das e hoch s mal t minus tau. Und jetzt kann ich den Term
Also ich kann den nochmal aufspalten als e hoch st mal e hoch minus s tau. Und jetzt kann ich den st-Term vors Integral ziehen, weil ja da keine taus enthalten sind. Also der kommt vorne raus und der e hoch minus tau, minus s tau Term, der bleibt im Integral. Und was jetzt auffällt, wahrscheinlich kennt ihr diesen Term hier, dieses Integral, das ist das Laplace-Integral. Also hier machen wir nichts anderes als die Laplace-Transformierte von g von tau, und das ist natürlich g von s. Also wir transformieren nur die Einheitsimpulsantwort in den Bildbereich und bekommen g von s. Und dann bleibt uns hier noch das e hoch st von vorne übrig. Das bedeutet, schauen wir es uns nochmal kondensiert an. Also ich schicke e hoch st rein mit s als einer komplexen Zahl. Und es kommt g von s, von genau diesem s, mal wieder die Funktion raus. Also dieses g von s ist genau mein Eigenwert Lambda. Wenn wir noch mal kurz auf die Übung von eben schauen, dann können wir das auch sehen, denn hier ist es ja so, wenn ich aus der Differentialgleichung eine Übertragungsfunktion mache, hier sehe ich ja, g ist gleich 1 durch s plus 2. Das ist die Übertragungsfunktion. Und jetzt setze ich hier mal, also im Fall c, habe ich ja e hoch st, da ist s gleich 1. Ja, einmal t, wenn ich das einsetze, dann habe ich g von s ist ein Drittel. Das ist genau hier mein Eigenwert. Und im Fall e hoch minus t ist s gleich minus 1. Da habe ich dann g von s 1 durch minus 1 plus 2 ist genau 1. Und ja, bei e hoch it ist es auch dann ganz offensichtlich. Also wir haben jetzt nur bestätigt, dass g von s uns genau den Eigenwert liefert. So, jetzt können wir damit ein bisschen Mathematik machen. Und wir wollen jetzt einen Bogen spannen. Also wir wissen jetzt, das hier ist unsere Eigenfunktion. Und wir wollen aber jetzt irgendwie zu einem Cosinus oder Sinus kommen. Und dann brauchen wir jetzt ein bisschen eine Rechnung mit komplexen Zahlen. Das ist eine Herleitung, die ist nicht so arg wichtig, wie wir da drauf kommen, aber ich will es trotzdem mal kurz demonstrieren. Also, was machen wir? Wir haben herausgefunden, also e hoch st ist Eigenfunktion. Eigenwert Lambda. Dieser Eigenwert ist genau g von s. Das haben wir gerade berechnet. Jetzt will ich für s nicht jede beliebige komplexe Zahl einsetzen, sondern s soll nur eine komplexe Frequenz i Omega sein. Und das bedeutet, dass aus s hier i Omega wird. Und hier kann ich es auch noch ersetzen. Gut, jetzt interessiert uns nur der Realteil von e hoch i Omega t. Also nehmen wir auch auf der rechten Seite den Realteil von dem gesamten Term. Denn ja, Realteil ist ja auch wieder eine, ja, Realteil von links, also wenn links gleich rechts, dann muss auch Realteil von linker Seite Realteil rechte Seite sein.
Der Realteil von e hoch i Omega t ist mein Cosinus Omega t, den ich haben wollte. Und jetzt müssen wir rechts noch ein bisschen aufräumen. Ich kann diese Funktion g von i Omega, das ist ja eine komplexe Zahl. Ich nenne die mal z. Und ihr kennt aus der Mathematik, dass ich jede komplexe Zahl auch über Betrag und Winkel, also e hoch i Argument von z, darstellen kann. Und genau das mache ich. Also g von i Omega stelle ich als Betrag, also einen reellen Betrag, mal e hoch Winkel von g i Omega dar. Und jetzt kann ich den Betrag, der ist ja rein reell, den kann ich rausziehen aus dem Realteil, weil er natürlich reell ist. Also der steht dann einfach hier vorne. Und der Realteil von diesen zwei E-Funktionen, da kann ich die beiden E-Funktionen zusammenfassen als die Summe von den Exponenten. Und der Realteil von einer komplexen E-Funktion ist dann natürlich einfach nur wieder der Cosinus. Also ich bekomme hier, der Cosinus von Omega t ist wieder der Cosinus von Omega t. Und was wir jetzt hier haben, ist, wir haben eine neue Amplitude, genauso wie wir es an den Tonbeispielen am Anfang gehört haben. Und zwar ist die Amplitude der Betrag von g und i Omega eingesetzt. Und wir haben eine Phase, eine Phasenverschiebung, einen Phasenwinkel erstmal nur, und zwar Winkel von g i Omega. Das ist jetzt unser Endergebnis und ich schreibe das jetzt nochmal hier raus. Also so sieht das Ganze dann komplett aufgearbeitet aus. Also wenn wir einen Cosinus Omega t mit einem Phasenwinkel phi und einer Amplitude a reinschicken, dann bekommen wir natürlich genau diesen Cosinus wieder raus mit Amplitude a, gleicher Frequenz und gleichem Phasenwinkel, und dann modifiziert ändert sich die Amplitude mit Betrag von g i Omega und der Phasenwinkel ändert sich mit Winkel von g i Omega. Und die gleiche Gleichung gilt für den Sinus, also hier habe ich nur Sinus, den Cosinus durch den Sinus ersetzt. Also alles, was wir machen müssen, ist g von i mal diese Kreisfrequenz Omega berechnen und dann Betrag und Winkel der komplexen Zahl berechnen. Es wird also jetzt relativ viel wieder komplexe Zahlenrechnung benötigen. Bevor wir gleich das Beispiel machen und das gleich mal durchrechnen, nochmal so quasi von der höheren Warte das Ganze jetzt gesehen. Also wir sagen, S ist gleich I Omega. Das heißt, wir bewegen uns nur auf dieser vertikalen, imaginären Achse. Und falls wir das jetzt mal in die Laplace-Transformation einsetzen, dann wird aus der Laplace-Transformation wird die Fourier-Transformation. Die werdet ihr im vierten Semester wahrscheinlich behandeln. Und die wird ganz klassisch zur Frequenzanalyse eingesetzt. Also das ist genau das, was wir ja machen wollen. Wir wollen die Frequenzen quasi einzeln untersuchen. Bedeutet jetzt, der Betrag von g i Omega, also unsere Übertragungsfunktion g, entlang der vertikalen imaginären Achse, ist ein Spektrum, so eine Art Frequenztransmissionsspektrum unseres Systems. Also dort finden wir genau das, was unser System an Frequenzen durchlässt oder auch nicht. Gut, machen wir ein Beispiel. Und da dürft ihr einfach mal selber kurz rechnen.
Genau. Also, wir brauchen G von I Omega. Omega ist ja meine Kreisfrequenz, das die 1000 hier im Kosinus, das ist mein Omega. Also jetzt muss ich G von I mal 1000 berechnen. Das heißt, I mal 1000 muss ich einsetzen für mein S, also eigentlich hier. Das bedeutet, das ist einfach 1000 geteilt durch I mal 1000, ja, plus 1000. Okay? Also einfach für S I mal 1000 eingesetzt. Jetzt kann ich die Tausender, die kann ich alle rauskürzen, dann bleibt hier nur noch eine 1 übrig, macht das Ganze ein bisschen leichter. Also ich habe hier dann stehen 1 durch 1 plus i, kann ich so schreiben. Und jetzt brauche, ja, jetzt sind wir wirklich bei Mathematik 1, komplexe Zahlen angelangt. Jetzt brauche ich hiervon nur noch den Betrag und die Phase. Und jetzt ist es ja so, Betrag von einer komplexen Zahl, also Betrag von z, nur zur Wiederholung, und z kann ich jetzt als a plus ib, also Realteil plus Imaginärteil schreiben, dann ist das ja nach Pythagoras a Quadrat plus b Quadrat und da die Wurzel drüber. Also eigentlich ja nur auf einer komplexen Ebene, wenn ich a nach rechts gehe, Realteil, und die Imaginärteil b nach oben, dann will ich eigentlich nur die Länge von dieser Linie hier berechnen, ja, indem ich sage, ich quadriere die beiden Katheten, ja, rein nach Pythagoras, um die Hypotenuse zu berechnen. Gut, das mache ich hier. Jetzt ist 1 plus i noch im Nenner. Ich kann natürlich beim Betrag von 1 durch 1 plus i kann ich das Zähl- und Nenner getrennt machen. Also Betrag von 1 durch Betrag von 1 plus i. Und jetzt ist es so, darauf achten, ganz wichtig. Ich habe hier i mal b, aber für den Betrag quadriere ich nur das b, nicht das i. Das heißt, was ich quadriere, ist hier i mal 1. Die 1 wird quadriert. Das heißt, ich bekomme hier eine 1 und unten bekomme ich 1 plus 1 und Wurzel drüber. Wurzel 2. Ja, das hier ist mein Betrag von g. Und der taucht hier auf. Betrag von i Omega. Und der Winkel, da ist es jetzt ja so, wir wollen in dem Bild, wir wollen ja einfach nur diesen Winkel haben, ne? Diesen Winkel Alpha. Und wie bekomme ich den? Ich weiß, Tangens Alpha ist b durch a. Also Imaginärteil durch Realteil. In dem Fall ist es jetzt so, 1 plus i ist relativ klar, genauso viel nach rechts wie nach oben. Das sind 45 Grad. Jetzt steht 1 plus i noch im Nenner. Jetzt kann ich es so sagen, schreiben wir es mal so auf. Also der Winkel von Zähler durch Nenner, den kann ich rechnen als den Winkel des Zählers minus Winkel Nenner. Ja, weil ich den Nenner, den kann ich als komplexe E-Funktion mit hoch minus 1 schreiben. Ja, daher kommt dieses Minus. Also alles, was ich jetzt brauche, um den Winkel zu berechnen, ich mache es mal hier, Winkel von 1 durch 1 plus i, das ist natürlich der Winkel von 1,
minus den Winkel von 1 plus i. Der Winkel von 1 ist 0, klar. Die 1 ist hier auf der reellen Achse, da habe ich einen Winkel von 0 Grad. Also der hier ist 0. Und 1 plus i hat hier 45 Grad, also Pi Viertel. Also kommt hier raus, minus Pi Viertel. Gut, so ist es auch auf der Folie hier drauf, minus Pi Viertel. Machen wir noch ein Beispiel. Jetzt habe ich ein etwas anderes Signal, das ich reinschicke, leicht andere Übertragungsfunktion. Wunderbar. Also, worauf ich jetzt achten muss, wenn ich schon das Signal mit 3 Sinus reinschicke, die 3, die schreibe ich ab. Und die Pi Viertel, die schreibe ich auch ab. Also die darf ich nicht vergessen. Alle Charakteristiken des Eingangssignals bleiben. Frequenz bleibt natürlich auch. Und jetzt brauche ich G von I Omega. Und jetzt ist es ja natürlich so, da, genau, da hat sich noch ein Pi eingeschlichen. Hier das nicht auf der Folie sein sollte, das korrigiere ich noch. Genau, jetzt haben wir wieder einen ähnlichen Fall. Mein Omega ist 1000 und G von I Omega, kann ich die 1000 kürzen, dann bekomme ich I plus 1 durch 1. Und da haben wir jetzt wieder den Fall, der Betrag ist jetzt Wurzel 2 und der Winkel, der ist Pi Viertel. Also Betrag von G ist Wurzel 2 und Winkel von G ist Pi Viertel, ganz analog. Jetzt, weil es im Zähler ist, 1 plus i, ist es eben plus Pi Viertel. Und die habe ich jetzt mit den Pi Vierteln, die wir abgeschrieben haben, dann verrechnet zu Pi halbe. Gut, das war's für heute. Also schöne Woche und bis zum nächsten Mal.